Ja, hallo ihr Lieben, Christa Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und in der Nähe von Murnau. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir eine sehr schöne Mail, wo es um die drei Liebeschip-Gesetze geht. Ich habe sie trotzdem mal genannt, warum der Begriff Narzissmus nicht mehr viel taugt. Also man hätte der E-Mail viele Namen geben können, aber gut, ja. Genau, mein neues Buch ist vorbestellbar. Findest du unter diesem Video vom Opfer zum Gestalter raus aus toxischen Beziehungen. Und ja, ihr wolltet es, ihr kriegt es. Es wird eine Fortsetzung geben mit dem Dialog mit Steffi Stahl. Wir werden eure Fragen, oder sie wird eure Fragen beantworten, sicherlich. Also alle, weiß ich jetzt nicht, aber und das wird es auch geplant, schon nächste Woche aufzunehmen. Wenn ich es dann geschnitten habe, ist noch wieder eine andere Frage, aber ja, schauen wir mal. Gut, ja, was sind die drei Liebeschip-Gesetze? Mal überlegen. Ist ja nicht nur, dass wir ein Wappentier haben, das Zebra, kleiner Insider, sondern ja, wir haben auch drei Gebote, Gesetze von Liebeschip, und die lauten: keine Dreiecke, kein Kontakt, keine Informationen. Und heute werden wir, also wirklich wie, also es ist wirklich wie aus dem Lehrbuch der Toxikologie, also es ist wirklich wie ausgeschnitzt eine Geschichte, die quasi wirklich prototypisch ist für hunderte, würde ich fast sagen, Geschichten, die ich bekomme. Und ich würde wirklich sagen, wenn ihr euch so, was diese ersten Phasen dieses Liebeschips-Weges angeht, wenn ihr euch an die drei Sachen haltet, ist verdammt viel gewonnen. Ja. So ist wieder eine russische Nutzerin, wie üblich. Hallo Christian, du fragst, ich antworte. Da ich mit Beziehungen nie Glück hatte. Ja, also nie Glück. Es ist nicht Glück, es sind Glaubenssätze, es sind Erfahrungen der Kindheit, es sind Programmierungen, die man aber verändern kann. Ne? Habe ich mir erst ein Buch angeschafft, das erste, und nur den 6-monatigen Komplettkurs zugelegt. Ja, gut investiert. Also wir haben ja auch, habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich schon was zugesagt habe, auch so eine Möglichkeit, den über 6 Monate zu bezahlen, und genau. Zuletzt hatte ich eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Keine Dreiecke, schalalalala. Ja, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, ist auch egal. Aber ja, es ist wirklich, also selbst, ich muss selbst sagen, ich kann manchmal gar nicht fassen, wie viele Dreiecksmails ich kriege. Also ich kann nur jedem sagen, der an einem Dreieck ist, also ich würde wirklich sagen, 70-80% der E-Mails, die ich kriege, sind im Dreieck. 70-80%, das muss man sich mal vorstellen. Also ihr könnt wirklich super viele Sachen aussortieren, wenn ihr nicht mal in Dreiecke reingeht, ne? Also klar, wenn jetzt irgendjemand so ein super fancy Stuff machen will mit Polyamorie und was weiß ich und Chicky-Chucky und Heititai, macht es. Aber ich rede jetzt mal so von Normalo-Beziehungen. Und jeder, der in einem Dreieck geht, sollte sich, das werde ich auch mal verlinken, mein Video angucken, das bindungsängstliche Dreieck. Man muss sich wirklich überlegen, ob man nicht selber ein Thema hat mit Bindungsangst, auch wenn man sich noch so liebessüchtig ist in so einem Dreieck. Weil warum und alles in der Welt stürzt man sich in ein Dreieck? Warum gerade ein Dreieck? Wird immer drüber nachdenken, warum? Also gar nicht so, wer ist jetzt hier der Narzisst, wer ist der Böse, sondern warum mache ich da mit? Was ist mein Beweggrund, damit zu machen? Und auch nicht so, ja, ich habe mich verknallt. Ja, nee, du kannst dich ja auch wie jemand verknallen, der nicht im Dreieck ist. So, ne? Und ja, und der Grund ist, glaube ich, ja, also das Dreieck haben einfach wahnsinnig viel mit Bindungsangst zu tun und Verlustangst natürlich auch. Ne? Aber auch mit Bindungsangst, so Angst, einem Menschen wirklich zu begegnen oder sich festzulegen auf einen Menschen oder ich weiß nicht was so. Weil das muss man im Dreieck alles nicht haben, weil der andere ist ja eh nicht verfügbar, ne? Und ja, genau. Von Anfang an fand ich ihn komisch und bedürftig. Ja, gut, auch Leute, also das macht meiner Nomenklatura, ist er hier so Minuspol. Minuspole sind auch häufig extrem bedürftig. Trotzdem sind sie ein Spiegel für den Pluspol und nicht, oft nicht in einer guten Weise, so, ne? Also Spiegel ist natürlich eigentlich immer gut, aber es ist nicht schön trotzdem.
So, aber er liest nicht locker. Auch das ist es wirklich wie aus einem verdammten Lehrbuch, dass diese Leute, die dann hinter einem eine Krümelbeziehung reinzerren, am Anfang überhaupt nicht locker lassen. Also das ist wirklich auch eins der Zeichen am Anfang. Also ein Mann, der wirklich selbstbewusst ist, der lässt locker. Warum? Weil er 1000 Optionen hat. Er muss sich nicht auf eine Frau festlegen. Selbst wenn es Beyoncé ist oder weiß ich nicht, oder was weiß ich, Helene Fischer oder keine Ahnung, ne? Setzt irgendjemand ein, den ihr hübsch findet. Ja, wird er sagen, pff, soll ich der Frau hinterher rennen? Ich kann x andere haben. Oder, also vielleicht nicht heute oder morgen, aber potenziell. Ein Mann, der wirklich eben nicht bedürftig ist, satt ist, ja, der lässt locker. Dies nicht locker lassen, ist, verwechselt man häufig mit, da will jemand nicht unbedingt, aber wofür? Für irgendwie seelenlosen Sex oder für wirklich, ist es wirklich Liebe so, ne? Seelenloser Sex, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gut, vielleicht auch nicht. So, aber lässt nicht locker und eines Abends taten die Hormone Übriges. Ja, ist total menschlich. Trotzdem sollte sich jeder, also es geht auch gar nicht darum, jetzt auf sich rumzuhacken, warum habe ich das gemacht. Also ich habe auch schon so viel Scheiße gemacht in meinem Leben. Aber trotzdem sollte man sich selber nicht sagen, es waren einfach die Hormone. Es ist auch irgendwo, an irgendeinem Punkt ist es auch eine Entscheidung, die man trifft, auch wenn die noch so unbewusst abläuft. Ja. Je mehr er standhaft blieb und klar machte, dass ich keine Affäre will, das ist ja schon mal gut, desto mehr veränderte er sein Verhalten und er ging mehr auf mich ein. Ja, ist ja grundsätzlich gut. Musst du eigentlich nur sagen, ja, sag Bescheid, wenn du dich getrennt hast. Wird natürlich nie passieren. Und dann ist der Drops gelutscht. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. So, ne? Oder, also ich finde es sowieso problematisch, sich in Affäre, also jetzt aus Sicht der neuen Zeit, der höherwertigen Beziehungen ist es nicht gut, sich auf eine Affäre einzulassen. Das ist jetzt keine moralische Bewertung. Macht, was ihr wollt. Gibt kein Gesetz dagegen. Aber man sollte sich echt überlegen, wie wäre das, wenn ich so am Receiving End wäre, ne? Also wenn ich die Frau dieses Mannes wäre, wie würde ich das finden? Und immer überlegen, vielleicht bringt mir das Karma sowas mal zurück. Will ich das wirklich? Ich würde es deswegen nicht machen. Sondern, dann natürlich kann man sich in jemand grundsätzlich, klar, viele Menschen sind verheiratet, kann sich in jemand verlieben, nur dann sollte man offenen Karten spielen, so zumindest zeitnah, sag ich jetzt mal so, ne? Und dann kann ja jeder überlegen, was er macht, so, ne? Und dann, das ist doch eine Stärke, ne? Der ging mir auf mich ein. Irgendwann schrieb er, dass er mich liebt und irgendwie habe ich mich dann auch verliebt. Ja, Worte, auch das ist wieder wie aus dem Lehrbuch der Toxikologie. Nächstes Kapitel, Worte sind ein verdammter Scheiß. Worte zählen nichts, gar nichts, gar nichts, nichts. Dann denkt ihr immer, oh, er liebt mich. Aber wussten die Liebe, wenn er wirklich lieben würde, würde er seine Frau verlassen. So, ne? Das ist, ja, gut. Sobald ich anfing, Gefühle zuzulassen, ja, das ist immer, sobald Sex ins Spiel kommt. Deswegen ist es wirklich besser, da vorher einen Schlussstrich zu machen oder möglichst schnell zumindest. Also Sex ist halt immer so ein Problem und dann so ab 3 Monate ist immer so 100 Tage. Ja, also sobald ich anfing, Gefühle zuzulassen und zu zeigen, desto weniger hörte ich von ihm. Ja, zack, schon in einer Krümelbeziehung, so schnell geht das. Und desto mehr stört es mich, dass er sich selten meldet. Ja, er hat jetzt sein Spielzeug hier oder was auch immer, ich kenne ihn nicht. Er hat jetzt, was er will, hat seine Bestätigung, er hat seinen Sex gehabt und bums, ist er schon in einer Krümelbeziehung wieder. Ne? So schnell ist die Liebe schon wieder vorbei. Mann, Mann, Mann. Störte mich, dass er sich selten meldete. Nach ein paar Tagen ohne Kontakt hatte ich genug und habe seine Nummer auf WhatsApp gelöscht und die Freundschaft auf Facebook beendet. Ja, also du hast eigentlich noch relativ schnell reagiert. Ja. Alles gut. So, also das heißt, alles gut, geht schon viel zu lang, aber ja. Gut, das war jetzt die erste Geschichte mit keine Dreiecke. Jetzt kommt die Geschichte, keine Information. So. Trotzdem musste ich auf Facebook mal nachschauen. Das ist genau die Sache. Und ich weiß nicht, wie viele, gut, ich habe hauptsächlich Frauen oder meinen
Klientin, wie viele Facebook-Profile stalken. Ich sage immer, Leute, lasst es. Es ist so, als wenn ihr euch jeden Tag fünfmal so ein Nervengift reinballert. Irgendwie, es bringt nichts. Es ist wirklich nur, macht irgendwie innere Kindarbeit, arbeitet an eurem Ego, aber es ist total kontraproduktiv und wir werden auch gleich sehen, warum. Also, ich musste auf Facebook nachschauen, was er macht, und er postete nur Zeug wie hübsches Gesicht, aber scheiß Charakter. Thank you, next. Da frage ich mich schon, der ist doch verheiratet. Wie kann der sowas auf Facebook posten? Also, aber gut, das verstehe ich schon nicht. Oder der Hammer, Narzissten und Empathen ziehen sich an und das ist ja so schlimm. Natürlich er als Empath, ist ja klar. Ja, das ist wirklich eine Sache, die mir immer mehr auffällt, dass Leute, die wirklich tief im Minus sind, dass die dann andere als Narzissten beschimpfen, das ist wirklich so verdreht und das macht dieses Wort wirklich wertlos inzwischen. Meiner Ansicht nach ist es inzwischen wertlos, weil jeder, also ich kenne diesen Mann jetzt nicht, ich sage jetzt auch nicht, dass er ein Narzisst ist, überhaupt nicht, das ist es ja, Gott ja, also klar, muss man überlegen, rede ich jetzt von so einer flapsigen Begriff oder von nicht so nettes Verhalten oder meine ich wirklich die Diagnose, da geht das schon mal gar nicht, aber. Ja, also das ist auch übrigens eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe, wie jemand, der jemand anders benutzt für seine Belange, wie der dann zutiefst gekränkt und wütend sein kann, wenn derjenige, der benutzt wird, das nicht mehr mitmacht. Das habe ich noch nie verstanden, aber das ist ganz häufig so, ne? Und dann ist er natürlich so wütend, dass du jetzt bist jetzt die Narzisstin, so, ja. Und deswegen, weil ich das so oft mitkriege, sind für mich diese ganzen Sprüche mit Narzissten und Empathen sind für mich nichts mehr wert. Es ist wertlos. Es ist wirklich so beliebig. Und wie gesagt, gerade die Leute, die selber, ich sage jetzt nicht, die selber Narzissten sind, aber die selber tief gekränkt sind aus ihrem, sagen wir mal so narzisstisch gekränkt sind, was ja jeder sein kann, gerade die sagen dann immer, der andere ist ein Narzisst aus ihrer Wut. Und deswegen ist dieser Begriff echt für den Arsch eigentlich. Das ist für den Arsch. Wie gesagt, außer man nutzt ihn jetzt wirklich im definierten Kontext, aber und dass jetzt die Pluspole immer die netten Empathen sind, will ich jetzt nicht ausschließen, aber ist vielleicht auch manchmal ein bisschen kurz gegriffen. Aber jetzt sieht man, was passiert, aber das ist ein Hoover, es gilt dir, ne? Es gilt dir nur dir, also entweder um dich zurückzukriegen, was jetzt auch gleich, also dich wieder in Kontakt zu zerren, was auch funktionieren wird, wie wir gleich sehen. Oder also um dir weh zu tun, jetzt aber nicht, weil er jetzt so denkt, oh, ich bin jetzt Hannibal Lecter und ich tue dir jetzt weh, sondern weil er, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich jetzt nicht, aber er auch verletzt ist oder was weiß ich, was da bei ihm ist und aus dieser Verletzung dann zurückgeschossen wird, so, ne? Und damit soll aber auch wieder, also so ein jemand zurückholen, ist eben nicht nur immer, ich bin wichtig, sondern ist eben auch jemand anderen verletzen. Das ist auch einer der Arten, jemanden zurückzuholen. Ne? Das hört sich total schräg an, aber funktioniert bei dir bestens, wie wir gleich sehen werden. Und es gibt viele Sachen. Ich kann jemanden zurückholen über Verletzen, beschämen, über Krankheiten vortäuschen, über Hoffnungen machen. Und das ist eben hier die Verletzungsnummer. So, ich habe ihm geschrieben, warum ich ihn gelöscht habe. So, jetzt hat er dich im Kontakt. Ne? Dritte Gesetz gebrochen. Jetzt bist du im Kontakt. So, und jetzt kann er ja die nächste Kugel auf dich abschießen. So, ne? Jetzt denkst du so aus deinem vielleicht ein bisschen Pluspoligen, ja, er hat mich falsch verstanden, er hat dich nicht falsch verstanden. Das ist ganz falsch und ich muss ihn retten und das kann ich gar nicht auf mich sitzen lassen, dass er mich falsch versteht und ich bin auch der nette, was weiß ich, Pluspol, keine Ahnung. Aber darum geht es ja gar nicht. Das ist ein Machtspiel ja so, ne? Und der hatte ich jetzt da, wo ich haben will. Nicht bewusst, glaube ich jetzt nicht, aber naja. So, dass ich mit ihm reden will. Er reagierte nicht und nachdem ich an seiner Post kommentiert habe, so, jetzt kommt das innere Kind bei dir, ne? Das auf Kontaktentzug geht. Du suchst jetzt Kontakt und er kann ihn wieder, indem er ihn verweigert, schießt er die nächste Kugel auf dich, so, ne? So. Und das passiert so schnell. Also ich weiß schon, wie man da reinkommt. Das geht super schnell. Deswegen ist am besten, das gleich von Anfang an gar nicht zu machen. So, ne? So, und nachdem ich einen seiner Kurse kommentiert habe, hat er mich auf Facebook gesperrt. Das heißt, du hast ihm jetzt so viele Kugeln in die Hand gegeben, dass er dich sperren kann, dich wieder verletzen kann. So, ne? So, soweit dies. Ich arbeite das gerade auf. Eigentlich wünsche ich mir, dass er sich wieder meldet. Das wünschst du dir nicht, glaub mir. Aber schon dadurch, dass ich dir das geschildert habe, wird mir einiges klar.
Soweit mein Status, hoffe dir geht's gut, danke für deine Arbeit, bla bla bla. Und hat sie noch geschrieben, Nachtrag zu meiner Nachricht, tatsächlich bin ich heute so tief gesunken, ach, sei nicht so streng mit dir, mein Gott, wir haben jeder schon so, ich habe so viel Blödsinn gemacht, mal wieder mal. Ihn mit einem neuen Account auf Facebook zu stalken, machen auch so viele, das ist unglaublich. Der postet nur beleidigend und passiv-aggressiv, das ist nicht passiv-aggressiv, das ist offen-aggressiv. Trotzdem habe ich ihm nochmal eine Nachricht geschickt. Ja, jetzt ist voll dein inneres Kind am Werk. Also steigt er aus diesem Teufelskreis, wirklich. Jetzt gibt es ihm die nächste Kugel. Ne? Und wurde sofort wieder geblockt, ohne dass er die Nachricht gelesen hat. Ja, das ist jetzt sein Spiel und das ist noch nicht vorbei. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aber du kannst es vorbeigehen lassen durch die drei Gesetze von Liebeship. Wie lauten sie noch? Ich bin völlig fassungslos und definitiv raus aus der Sache. Wie kann sich jemand so verändern wegen einem Missverständnis? Es ist kein Missverständnis und er hat sich nicht verändert. Meine Meinung. Wo soll denn da Missverständnis sein? Du hast gesagt, ey, habe ich keinen, also ich vermute mal, du hast ja mit ihm geredet. Ja, erstmal hast du gesagt, ich möchte kein Dreieck haben. Dann hast du gesagt, ich möchte keine Krümelbeziehung haben. Wo soll denn das Missverständnis sein? Also, weiß ich nicht, kann ein Dreijähriger verstehen, glaube ich. Naja, nicht ganz. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, was du ihm gesagt hast, aber garantiert gibt es hier kein Missverständnis, schon mal gar nicht, nachdem du wieder mit ihm geredet hast. Und dass er sich hier verändert hat. Ja, ich sage da immer so einen Spruch zu, aber der ist leider nicht YouTube-tauglich, aber naja. Egal, lassen wir es mal dabei. Und wir werden es bald wiedersehen.